Hallöche Kröten. Ich habe heute meinen kleinen, aber feinen Lesemonat September für euch, der wirklich klein ist, denn ich habe im September nur 3 Bücher gelesen, 2 sehr gute und 1, was mich ganz furchtbar genervt hat. Und ja, ich weiß auch gar nicht, ob der so richtig interessant für euch wird, denn 2 habe ich euch schon in Einzelvideos vorgestellt und das dritte ist, naja, ihr werdet sehen. Hier geht's los. Das erste Buch, das ich im September gelesen habe, war für mich eine große positive Überraschung. Und das ist ja immer schön. Und zwar war das Auf dem Seil von Theresia Mora. Das ist der dritte Teil ihrer Darius Kopp-Trilogie. Ich habe allerdings nur diesen Teil bisher gelesen, aber ich habe große Lust, die anderen beiden zu lesen. Darin geht es, wie gesagt, um Darius Kopp, der in der IT gearbeitet hat und in den ersten beiden Teilen im Prinzip alles verloren hat, was so ging. Also er hat seinen Job verloren, seine Frau ist gestorben, sie hat sich selber umgebracht. Im zweiten Teil ist er dann auf den Spuren seiner Frau gewandert, hat versucht rauszukriegen, was sie umgetrieben hat. Und ist dabei auf eine große Reise gegangen und unter anderem dann in Italien gelandet. Und dieses Buch fängt damit an, dass er dort auf Sizilien die Asche seiner Frau auf dem Ätna, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, verstreut. Und er lebt dort auf Sizilien, hat so eine Art Hausmeisterjob, er fährt ab und zu Touris rum und dann wird er Pizzabäcker in einer Pizzeria. Und eigentlich geht es ihm da ganz gut so. Und irgendwann trifft er auf einem dieser Tourifahrten, also er fährt da halt Touristen rum und zeigt ihnen so Sizilien oder ein bestimmtes Gebiet von Sizilien. Und auf einmal steht seine Schwester vor ihm. Und er hat seit 3 Jahren, glaube ich, keinen Kontakt mehr zu Freunden, Familie, whatsoever. Und ja, das ist schon so ein Punkt, das irgendwas in ihm auslöst. Und dann ein paar Wochen später steht seine 17-jährige Nichte vor der Tür und möchte bei ihm bleiben. Und dann fährt er mit ihr zurück nach Berlin. Und was dann beginnt, ist so eine Art Odyssee durch Berlin, durch verschiedene Wohnungen. Auch eine Rückkehr zu seinem alten Ich, zu seiner selbst und auch irgendwie eine Rückkehr in ein familiäres Umfeld, denn mit seiner Nichte. Also das ist, ich habe das beim letzten Mal schon genannt, es ist eine Art Liebesgeschichte, aber eine familiäre Liebesgeschichte. Also die beiden, die sehr eigen sind, eher so eigenbrötlerisch und sie ist so ein typischer Teenager, irgendwie auch ein bisschen zickig und sie hat durchaus auch psychische Probleme, sie isst zum Beispiel nicht richtig und hat Essstörungen, sie ist auch schwanger, deswegen ist sie eigentlich auch gekommen, um Hilfe von ihm zu suchen. Und ja, die beiden nähern sich an und das zu sehen ist auch sehr schön und es war insgesamt einfach von der Geschichte her unglaublich sogreich erzählt. Ich bin ein bisschen schwer reingekommen am Anfang, aber dann hat es mich richtig gepackt. Sprachlich ist das ganz, ganz toll, weil das immer so ganz unvermittelt wechselt zwischen Ich-Perspektive und personaler Erzähler. Und am Anfang dachte ich so, hä, was ist denn das? Und dann irgendwann war das aber so ein ganz, also das fand ich ganz faszinierend. Und deswegen will ich unbedingt die Vorgänger auch irgendwann nochmal lesen. Also Auf dem Seil, große, große Empfehlung von mir. Ja, habe ich mich sehr gefreut, dass das zu mir gefunden hat. Das zweite Buch, darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Guck mal, wie schön das aussieht. Ich habe das letzte Mal nicht gesagt, aber diese Covergestaltung, es sieht wirklich so aus, als würde dieses Buch von innen leuchten. Ich finde das so toll. Naja, wie dem auch sei. Mareike Fallwickel. Das Licht ist hier viel heller. Es ist ihr zweiter Roman nach Dunkelgrün, fast schwarz, den ich ja auch schon ziemlich gut fand. Und hierin geht es um Maximilian Wenger. Maximilian Wenger war erfolgreicher Schriftsteller. Irgendwann hat das nachgelassen. Dann hat er jetzt eine böse Scheidung hinter sich. Seine Ex-Frau hat einen sehr viel jüngeren, gut aussehenden Fitnesstrainer-Menschen als neuen Partner. Und er verwahrlost so ein bisschen in seiner Wohnung. Es ist nicht so, dass er jetzt arm wäre. Er hat immer noch genug Geld verdient mit seinen Büchern, dass er sich ein ordentliches Leben leisten könnte. Aber er suhlt sich halt im Selbstmitleid und ja, macht das so und verwahrlost so vor sich hin, bis eines Tages Briefe in seinem Briefkasten landen, die für den Vormieter seiner Wohnung bestimmt sind. Und in diesen Briefen schreibt eine Frau sehr, sehr wütend über etwas, was ihr passiert ist und an diesen Vormieter, der sie im Stich gelassen hat.
Und diese Briefe machen was mit Maximilian Winger. Und gleichzeitig geht es in diesem Buch auch um seine Tochter. Und auch seine Tochter liest diese Briefe. Und seine Tochter ist so ein bisschen verloren. Die weiß nicht, wohin. Wie heißt denn seine Tochter eigentlich? Zoe. Zoe heißt seine Tochter. Und genau, die fühlt sich so ein bisschen, also sie kann mit ihrem Vater nicht richtig was anfangen, der hat sich halt nie wirklich gekümmert, der war halt immer mit seinem Schriftstellerei beschäftigt und auch so ein bisschen, also er war wirklich so ein Autor, der sich halt auch in seinem Autorensein gesonnt hat, ja, so, der auch gern gesehen wurde und deswegen war er eigentlich nie da für die Kinder. Die Mutter ist halt völlig in so einer Art Medienwelt, weiß nicht, was macht irgendwas mit Mode oder so richtig kapiert habe ich es nicht, aber es soll, glaube ich, auch so schwammig irgendwas mit Medien sein. Die kümmert sich halt auch nicht richtig und Zoe ist verloren. Dann passiert ja auch noch was sehr, sehr Schlimmes. Und diese Briefe helfen ihr, so ihren Weg im Leben zu finden. Und es geht in diesem Buch um sexuellen Missbrauch, es geht um Feminismus, es geht um patriarchische Unterdrückung, es geht auch um, ja, es geht um MeToo, es geht um die Ansichten von Sexismus in verschiedenen Generationen und all das verpackt in einer sehr spannenden Geschichte, in einer sehr schönen Sprache, in einem sehr fließenden Buch. Das Licht ist hier viel heller. Ich fand es ganz, ganz großartig und es hat emotional sehr, sehr viel gemacht, dieses Buch mit mir. Also auch von meiner Seite da. Eine große Empfehlung, das waren zwei sehr, sehr gute Bücher. Und dann musste ich lesen für die Arbeit, wie das manchmal so ist, Die einzig mögliche Zeit von Wolfgang Job. Wer es nicht weiß, Wolfgang Job ist ein Modedesigner, Modeschöpfer, der in Potsdam lebt. Man kennt ihn ja wahrscheinlich auch aus Germany's Next Topmodel oder so, das saß er, glaube ich, mal in der Jury. Und er hat halt auch schon verschiedene Bücher geschrieben und jetzt hat er wieder ein Buch geschrieben, eine Art Autobiografie, die einzig mögliche Zeit, in der er von seiner Kindheit ausgehend etwas über sein Leben erzählt. Er landet dann bis zum Schluss, bis er seinen jetzigen Lebenspartner Edwin kennengelernt hat. Und dieses Buch hat mich deswegen so geärgert, ich kann euch das nicht zeigen, weil es in der Redaktion liegt. Ich habe es nicht physisch hier, muss ich auch nicht. Und dieses Buch hat mich deswegen so geärgert, weil es zum Ersten sich überhaupt nicht entscheiden kann, was es sein will. Also es ist, glaube ich, mehr eine Autobiografie als ein autobiografischer Roman, aber für eine Autobiografie ist es viel zu sprunghaft. Also die Kapitel springen sehr oft in den Zeiten hin und her. Man hat am Anfang gar keine zeitliche Verortung, das heißt, es sind keine Jahreszahlen angegeben, sondern es wird halt eigentlich wie ein Roman erzählt, also von seiner Kindheit, von seiner Großmutter und da sind auch wirklich schöne Anekdoten dabei, aber für eine Autobiografie ist es halt irgendwie zu ungeordnet, wenn man das so will. Für einen Roman wiederum ist es, also da fehlt der rote Faden, da fehlt irgendwie eine stringente Geschichte, ein stringentes Motiv, was erzählt hätte werden können. So, und das ist so ein typisches Buch, was wahrscheinlich nur rausgebracht wurde, weil der Name bekannt ist. Und sowas ärgert mich immer total. Was mich vor allen Dingen auch deswegen ärgert, weil der Schreibstil eigentlich ganz schön ist. Also Wolfgang Job, wenn er das wirklich selber geschrieben hat, so heißt es ja, so gehört das mit dem Füller, das Manuskript geschrieben hat, dann ist es ein schöner Stil, ein sehr flüssiger Stil, den man gut lesen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass er eigentlich einen guten Roman schreiben könnte. Aber dieses Buch ist vielleicht was für Fans, also die wirklich interessiert sind an Job. Ich meine, es ist wahrscheinlich auch er ist ja keine uninteressante Figur, er hat auch kein uninteressantes Leben. Das will ich gar nicht sagen, aber dieses Buch hat mich trotzdem geärgert, weil es so instringent, ist das überhaupt ein Wort, war und weil es halt furchtbar anstrengend ist. Also für mich war es furchtbar anstrengend, das zu lesen. Es sind fast 500 Seiten und ja, mich hat es sehr genervt und sehr geärgert. Aber wenn ihr Fans seid und Autobiografien gerne mögt, dann ist das vielleicht was für euch. Ja, und das war mein sehr magerer Lesemonat September. Irgendwie habe ich nicht viel geschafft. Ich habe ein paar Bücher angefangen, aber die habe ich nicht zu Ende gelesen. Und ja, aber zwei sehr gute Bücher, das ist ja auch schon was. Genau, ansonsten beende ich dieses Video hier. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr eines der Bücher schon gelesen habt, was ihr gerade lest. Und ansonsten denkt immer
Ihr seid nicht verrückter als ich bin. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.